Ja, natürlich gibt es ein Drittel absolute Vollidioten unter unseren jetzigen Lehrern. Da diskutiere ich auch nicht drüber. Denn neulich kam wieder ein Rektor nach der Aufführung und meinte, ich läge mit der Schätzung ziemlich günstig. Ja. Und wenn ein Lehrer zu Ihnen sagt, er kennt keine Idioten unter seinen Kollegen, dann kennt er aus einem bestimmten Grund keine. Also, dreimal so viele Lehrer. Vernünftig ausgebildet mit vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und dann brauchen wir Ganztagsschulen flächendeckend. Die Eltern fallen doch heute als Erzieher komplett aus. Gucken Sie mal an, was in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird heutzutage. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf mit den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn deren Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen diese Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist alleinverziehend. Diese Kinder surfen ein Leben lang auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt. Das Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden. Mehr war dem emotional nicht zuzumuten. Der Rest sind die Doppelverdiener. Die schuften rund um die Uhr, um sich selbst zu verwirklichen. Gucken Sie mal in die glücklichen Gesichter. Oder um das große Haus bezahlen zu können und die große Wohnung, damit jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, wo es am Ende alleine drin sitzt und randaliert, weil keiner mehr Zeit hat, mit ihm zu spielen. Dreimal so viele Lehrer, Ganztagsschulen. Wenn Sie Hauptschullehrer haben wollen in Großstädten, dann müssen Sie Schmerzensgeld zahlen. Oder in so eine Zulage. Wann waren Sie denn zuletzt? Hier in Berlin im Brennpunkt in der Hauptschule. Da kommen Sie morgens rein, da heißt das, geh zu Hause, du alte Scheiße. Das ist lustig, ne? Stellen Sie mal vor, Ihr Chef begrüßt Sie jeden Morgen so. Ist ja nur ein Halbtagsjob, ne? Das blödste Argument überhaupt. Wer stellt sich denn freiwillig jeden Tag stundenlang vor 30 Kindern, mit denen ihre eigenen Eltern nichts zu tun haben wollen? Wer hier über faule Lehrer schimpft, soll doch bitte beweisen, dass er nicht nach 5 Stunden vor so einer Klasse in der Klapsmühle sitzt mit einem Nervenzusammenbruch. Das Geld muss in die Schulen, wenn dieses Land überhaupt noch eine Zukunft haben soll, wenn wir nur eine Rente sehen wollen. Da müssen alle Ressourcen, die wir jetzt noch haben, in die nächste Generation gepumpt werden. Herr Struck! Falls Sie aus dem Hirnkoma nochmal aufwachen. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt. Deutschland wird in der Hauptschule verteidigt. Und in der Grundschule, im Kindergarten, in der Gesamtschule und in der Realschule. Und da tun Sie mit Ihren Eurofightern überhaupt nichts, genauso wenig wie bei der Terrorbekämpfung. In die Schulen müssen Sozialpädagogen, da müssen Psychologen in die Schulen, Sozialpädagogen für die Kinder, Psychologen für die Lehrer. Und wenn man das alles bezahlt, da können die von mir jetzt hinterher die Unterrichtsstunden durch Werbepausen finanzieren. Das wäre dann eben so. Das halten Sie sowieso nicht auf. Eine Schulstunde dauert dann 60 Minuten und davon sind 15 Minuten Werbung. Fertig aus. Die Kinder würden sogar besser aufpassen. Das ist heute deren Lebensrhythmus. Wenn Sie mit Privatfernsehen groß geworden sind, können Sie sich keine Dreiviertelstunde mehr am Stück auf irgendwas konzentrieren. Da muss zwischendurch mal ein Pulle-Alarm kommen. Wie, ihr habt die Filme früher am Stück geguckt? Und wann habt ihr Chips geholt? Wenn Sie heute Radio hören, bekommen Sie alle 3 Minuten gesagt, welchen Sender Sie gerade hören. Und vor allen Dingen noch warum. Das brauchen die in der Schule dann auch. Alle 5 Minuten, hier ist Latein, das Infofach. Alle 2 Minuten, ich bin Heinz, der Lehrer für die ganze Klasse. Noch Fragen, rufen Sie die Hotline. Da holen die Handys raus, da rufen die mal an. Sie müssen die Stunden auflockern. Sie können mit kleinen Jingles während der Stunde auf die tollen Abenteuer der nächsten Stunde hinweisen. Teile der Tafel können Sie als rotierende Werbefläche vermieten. Sie können die Lehrer von Sponsoren einkleiden lassen. Man könnte Lehrern überhaupt mal was zum Anziehen kaufen. Man kann Lehrer in Kostüme stecken, Tabaluga, Lila Launebär. Alle Rektoren sehen aus wie Hein Blöd. Was meinst du, was da los wäre? Die Grundschullehrer als Teletubbies, die Tafel integrieren. Die Kinder würden heulen, wenn Ferien wären. Und jeder kann frei wählen. Schicke ich mein Kind auf die Aldi-Gesamtschule
Auf das Benetton-Gymnasium oder auf das Kellogg's-Kolleg? Ja, Sie lachen. Realschulen gibt es schon.